Im Standardmodell der Teilchenphysik werden die Massen von Elementarteilchen in der Einheit Megaelektronvolt, kurz MeV, angegeben. Das ist aber eine Energieeinheit. Warum können die Teilchenphysiker einfach eine Masse in einer Energieeinheit angeben? Und bei der Masse ist es noch lange nicht zu Ende. Strecken werden in Megaelektronvolt hoch minus 1 angegeben. Zeiten ebenfalls in Megaelektronvolt hoch minus 1. Bei Geschwindigkeiten kürzen sich damit die Einheiten und die Geschwindigkeit wird einheitenlos. Was ist da los in der Teilchenphysik mit den Einheiten? Warum kann man das machen? Darum geht es in diesem Video. Um aber langsam an das Thema heranzufinden, beginne ich bei den Geschwindigkeiten. Und zwar konkret bei der speziellen Relativitätstheorie, in der es ja um sehr große Geschwindigkeiten geht, die sich in einer ähnlichen Größenordnung wie die Lichtgeschwindigkeit bewegen. Daher werden dann in Beispielen zur speziellen Relativitätstheorie die Geschwindigkeiten oft einfach als so und so viel mal die Lichtgeschwindigkeit angegeben. Also wenn sich jetzt etwas mit halber Lichtgeschwindigkeit bewegt, ist das dann halt 0,5 mal c. Und dann hat man sich einfach überlegt, okay, entwickeln wir doch mal ein neues Einheitensystem. Ein neues System an Einheiten, in denen wir unsere physikalischen Größen angeben und die natürlich für uns möglichst praktisch sein sollen. Wenn wir jetzt bei Geschwindigkeiten häufig mit so und so viel mal c rechnen wollen, dann wäre es natürlich praktisch für uns, wenn c, also die Lichtgeschwindigkeit, genau 1 wäre, weil dann können wir sie einfach weglassen. So, damit wir die Lichtgeschwindigkeit aber auch wirklich weglassen können, müssen wir aber noch auf die Einheit achten. Dann müsste die Lichtgeschwindigkeit auch einheitenlos sein. Das ist so der Grundgedanke. Wie kriegen wir das denn hin, dass die Lichtgeschwindigkeit, dass die Geschwindigkeit einheitenlos wird? Naja, die Geschwindigkeit ist ja Strecke pro Zeit, also in Einheiten jetzt so in unserem Alltag Meter pro Sekunde zum Beispiel. Das heißt, wir müssten dann aber Strecke und Zeit einfach in der gleichen Einheit angeben und dann kürzt sich die Einheit einfach und die Geschwindigkeit wird tatsächlich einheitenlos. Ja, das ist so der Grundgedanke und ich weiß, es klingt erstmal ziemlich absurd, aber rechnerisch wird man so auf keine Probleme stoßen, da die Lichtgeschwindigkeit ja wirklich konstant ist. Auch unabhängig vom Bezugssystem, also was das bedeutet, das hatte ich auch mal in einem anderen Video. Und wenn wir jetzt in unserem System einfach definieren, die Lichtgeschwindigkeit ist gleich 1, dann halt, wenn wir eine Geschwindigkeit dann als 0,5 angeben, ist auch klar, okay, das ist 0,5 mal die Lichtgeschwindigkeit, das ist die halbe Lichtgeschwindigkeit, weil die Lichtgeschwindigkeit ist ja 1. Ich will das Ganze jetzt mal an ein paar Beispielen durchexerzieren, mit denen das auch wirklich in der Teilchenphysik so gemacht wird. Und zwar eben genau die Beispiele, die ich am Anfang dieses Videos erwähnt habe. Und dafür müssen wir jetzt erstmal zwei Naturkonstanten jeweils gleich einsetzen. Und zwar zum einen die Lichtgeschwindigkeit, c, das habe ich ja gerade schon angesprochen, und zum anderen h quer. H quer kommt aus der Quantenmechanik, das ist eine Schreibweise für h durch 2π. Und h ist das Planck'sche Wirkungsquantum, also ist auch eine Naturkonstante. Das ist eine Wirkung, wie es Wirkungsquantum eigentlich schon sagt. Ja, das ist eine Wirkung, also eine Wirkung ist Energie mal Zeit. Also eigentlich würden wir einer Wirkung die Einheit Joule-Sekunden oder irgendwie sowas, also halt eine Energieeinheit mal eine Zeiteinheit geben. Diese Wirkung soll jetzt aber einheitenlos sein und die Einheit, die wir in der Teilchenphysik verwenden wollen, ist ja Megaelektronvolt, also diese Energieeinheit. So, wie kriegen wir das dann hin, dass die Wirkung einheitenlos wird? Wie gesagt, die Wirkung ist Energie mal Zeit. Energie geben wir an in Megaelektronvolt mal Zeit. Dann müssen wir da irgendwie schauen, dass sich Megaelektronvolt kürzt. Das heißt, die Zeit müssen wir angeben in der Einheit 1 durch Megaelektronvolt oder Megaelektronvolt hoch minus 1. Von den Einheiten her haben wir dann da stehen, Megaelektronvolt mal 1 durch Megaelektronvolt. Und das heißt, die Einheiten kürzen sich und die Wirkung wird einheitenlos. So kriegen wir es also hin, dass wir die Zeit in der Teilchenphysik angeben in der Einheit Megaelektronvolt hoch minus 1. So, jetzt habe ich ja aber schon vorher gesagt, dass wir die Lichtgeschwindigkeit auch gleich 0 setzen, und das hatte ich ja vorher schon mal durchexerziert, dann müssen die Strecke und die Zeit die gleiche Einheit haben, damit wir das machen können. Das heißt, dann muss die Strecke auch die Einheit 1 durch Megaelektronvolt haben, also Megaelektronvolt hoch minus 1.
So, das heißt, wir haben jetzt die Einheiten für Energie, Zeit und Strecke. Also Megaelektronvolt für die Energie, Megaelektronvolt hoch minus 1 für die Zeit und Megaelektronvolt hoch minus 1 für die Strecke. Die Masse wollte ich noch machen, genau. Für die Masse brauchen wir einfach die Formel E ist gleich m mal c Quadrat, wohl die bekannteste Formel der Physik. Und wenn wir jetzt die Lichtgeschwindigkeit gleich einsetzen, c gleich 1, dann ist auch c Quadrat gleich 1 und dann steht da nicht mehr E ist gleich m mal c Quadrat, sondern dann steht da E ist gleich m mal 1. Und was bedeutet das jetzt? E haben wir in der Einheit Megaelektronvolt angegeben. Das haben wir auf der linken Seite, also von Einheiten her, Megaelektronvolt ist gleich. Und dann haben wir eben 1 Einheitenlos mal. Naja, und dann müssen wir da auf der rechten Seite irgendwo noch die Megaelektronvolt herbekommen. Das heißt, die Masse muss auch die Einheit Megaelektronvolt haben. Und so kann man eben auch die Masse tatsächlich in diese Einheit Megaelektronvolt angeben, indem man einfach die Lichtgeschwindigkeit gleich einsetzt. Das war meine Einführung in das zugegebenermaßen etwas seltsame Einheitensystem der Teilchenphysik. Ob das jetzt physikalisch so korrekt ist, darüber kann man lange diskutieren. Da muss man erstmal genau definieren, was ist jetzt eine Einheit genau. Aber ja, ich war jetzt neulich bei einer guten Freundin von mir zu Besuch, die sich das Standardmodell der Teilchenphysik an die Wand gehängt hat und sie wollte wohl so ein bisschen rebellieren gegen dieses System und hat wirklich als Einheit für die Masse, also wenn sie, wo sie die Masse da angegeben hat, hat sie immer geschrieben Megaelektronvolt pro c Quadrat, um eben deutlich zu machen, das ist keine Energie, das ist eine Masse. Ich sitze hier gerade am Schnitt dieses Videos und jetzt im Nachhinein ist mir noch eine kleine Anekdote eingefallen, die ich ganz vergessen habe zu erzählen, die da aber eigentlich auch in dieses Video rein muss. Denn in meinem Freundeskreis befinden sich wirklich beide Extreme. Also eine andere gute Freundin von mir hat jetzt neulich in einer Physikhausaufgabe wirklich alle Einheiten in Megaelektronvolt umgerechnet. War sehr gespannt auf die Reaktion ihres Physiklehrers und genau die Aufgabe haben sie dann natürlich nie im Unterricht verglichen. Hat sie jetzt völlig umsonst gemacht. Kurz zusammengefasst, wenn ihr euch mal mit Teilchenphysik befasst, dann lasst euch nicht von den Einheiten irritieren, auch wenn diese nicht ganz zur Größe zu passen scheinen. Die Teilchenphysiker tricksen da halt ein bisschen rum, um sich das mit den Einheiten so einfach wie möglich zu machen. Und da kann beispielsweise die Einheit Megaelektronvolt wirklich alles bedeuten.